Herzlich willkommen in der Evangelischen Akademie Frankfurt. Herzlich willkommen hier im Saal und auch herzlich willkommen Ihnen an den Bildschirmen. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. So steht es in den Epheserbriefen. Heute Abend wird es auch um Stärke, um Waffen, um listige Anschläge gehen. Was in der Ukraine passiert, ist eine Katastrophe. Vor allem für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber auch für Russinnen und Russen, für Europa, für den Gedanken von Freiheit und Demokratie. Deshalb ist es gut, dass wir heute hier sind, um uns das unfassbar Komplexe und Schwierige einzuordnen und genauer anzuschauen oder zumindest ein Stück Licht ins Dunkel zu bringen. Mit Ihnen, liebe Gäste hier im Saal und an den Bildschirmen, und mit Ihnen, liebe Referierende, Sabine Müller-Langsdorf und Christopher Dase, die hier vor Ort sind, und Arndt Henze und Dr. Klaus Wittmann an den Bildschirmen, die wir zugeschaltet haben. Schön, dass Sie da sind. Es geht um Waffen, und da komme ich nochmals zu den Epheserbriefen. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Gemeint sind hier die Waffen des Glaubens, zum Beispiel das Beten. Und ich glaube, dass die innere Haltung, die Resilienz und Zuversicht eine Menge bewegen können. Aber wird das reichen? Was ist zu tun in einer solchen Situation? Und wo führt das alles hin? Damit wollen wir uns heute Abend auseinandersetzen und ich bin froh, dass Sie alle da sind, um das mit uns gemeinsam zu besprechen und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und ich möchte ganz besonders meinem Kollegen Eberhard Pausch danken, der wirklich in kürzester Zeit diese Veranstaltung heute organisiert und die Gäste eingeladen hat und damit dazu beiträgt, dass wir diesen Diskurs heute führen können und dann auch noch die Moderation übernimmt. Vielen Dank, Eberhard. Und ich möchte auch unseren Kooperationspartnern danken. Das ist das Zentrum Ökumene der EKN und der EKKW, der Martin-Niemöller-Stiftung und auch der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, heute vertreten durch Herrn Professor Dase. Danke auch für die schnelle Umsetzung und die schnelle Bereitschaft, kurzfristig heute Abend mit dabei zu sein. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gute Gedanken, kritische Einsichten und vielleicht ein wenig hoffnungsvollere Aussichten. Schön, dass Sie alle da sind. Vielen Dank. Wie sprechen wir über den Krieg in der Ukraine? Diese Frage will ich an den Anfang stellen, denn zumindest mir geht es so, ich erlebe mich weithin selbst als sprachlos. Sprachlos angesichts des Überfalls auf die Ukraine. Sprachlos angesichts des unendlichen Leids, das über die Zivilbevölkerung der Ukraine von russischen Soldaten und ihren kriminellen Befehlshabern gebracht wird, allen voran Wladimir Putin. Sprachlos, auch wenn wir das Wort Kriegsverbrechen in den letzten Tagen und Wochen immer öfter hören und aussprechen. Und mit sprachlos meine ich nicht einfach, dass wir nach Worten suchen, sondern unsere Hilflosigkeit und Ohnmacht angesichts dieses Krieges, den die meisten von uns bis zum 24. Februar für undenkbar gehalten haben. Gestern fand die gesamtkirchliche Bildungskonferenz der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau statt, die der Frage nach den Friedenspotenzialen der Religionen nachging. In einer der Diskussionen wurde der Gedanke geäußert, dass es bedauerlich ist, dass wir als Vertreterinnen und Vertreter der Religionen nicht die Macht haben, den Krieg zu beenden. Ich höre diesen Gedanken mit mehr als gemischten Gefühlen zu Zeiten, als Religion bzw. ihre Vertreter wesentlich auch weltliche Macht ausgeübt haben, war diese Welt kaum friedlicher, als sie jetzt gerade ist. Und ja, es ist schwer auszuhalten. Natürlich haben wir den Wunsch, den Krieg zu beenden, aber wir können das nicht. Wir haben diese Macht nicht. Was also können wir tun? Da gibt es eine ganze Menge und manches davon wird jetzt in unserer Veranstaltung sicherlich zur Sprache kommen. Für mich am wichtigsten, wir bleiben nicht sprachlos. Wir müssen und wir werden eine Sprache finden, die uns hilft, unsere Potenziale wahrzunehmen und sie dann auch einzusetzen.
Wie sprechen wir über den Krieg in der Ukraine? Arndt Henze, der heute Abend aus Köln zugeschaltet ist, sagt dazu, es kommt auf jedes Wort an. Arndt Henze ist berufenes Mitglied der EKD-Synode, daher kenne ich ihn. Er ist Theologe und Journalist und arbeitet seit 30 Jahren in unterschiedlichen Positionen beim Westdeutschen Rundfunk. Herzlich willkommen, auch von mir nochmal, lieber Arndt Henze, schön, dass du heute Abend dabei sein kannst. Und das erste Wort jetzt als Redebeitrag kommt von Professor Christopher Daase. Er ist Professor an der Goethe-Universität für internationale Organisationen und er ist stellvertretender Direktor der HSFK. Herr Daase, Sie haben das Wort. Mir wurde die Frage gestellt, was kommt auf uns zu? Nichts Gutes, das kann ich Ihnen sagen. Ich hatte eigentlich einen Vortrag mitgebracht, ausgearbeitet, schön gesetzt in den guten Worten. Aber ich lege das mal beiseite, um nicht drum herum zu reden. Ich will über das reden, was auf uns zukommt, in drei Perspektiven: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Zuerst kurzfristig, da werden wir eine Verschärfung des Krieges sehen. Ich war, wir haben Muster dafür in der Geschichte. Wir haben Grozny, Aleppo erlebt oder Sarajevo. Das sind zwei unterschiedliche Arten, wie Krieg geführt wird. Einmal sagen die Einkesselung einer Stadt, das andere Mal die völlige Zerstörung. Und es sieht gerade so aus, als ja, gäbe es eine Kombination davon in der Ukraine durch das russische Militär. Und das wird in den nächsten Wochen schlimmer werden. Wir werden eventuell noch andere Eskalationen sehen. Eine davon ist der Gebrauch von Chemiewaffen. Es steht zu befürchten, dass Russland Chemiewaffen einsetzt. Russland hat es vorher getan gegen innenpolitische Gegner. Russland hat Syrien geholfen, Chemiewaffen einzusetzen bzw. zu vertuschen. Und es besteht die Gefahr, dass Russland mit diesem Versuch, den USA und der Ukraine in den Mund zu legen oder sagen zu bezichtigen, sie würden einen Chemiewaffenangriff planen, selber unter falscher Flagge, wie man so sagt, einen Einsatz von Chemiewaffen durchzuführen. Das wäre ein massiver Tabuverstoß. Natürlich ein Brechen von Völkerrecht, aber das ist der Krieg ja sowieso. Das könnte passieren und dann müsste sich der Westen überlegen, was darauf zu tun ist. Eine weitere Art der Eskalation sind Nuklearwaffen. Wer die russische Nukleardoktrin kennt, weiß, dass der frühe Einsatz von Nuklearwaffen geplant ist in konventionellen Kriegen durch die russische Armee. Das ist eine Strategie, die wird genannt Escalate to Deescalate, also einen Krieg zu eskalieren, auf das nukleare Niveau zu heben, um den Gegner zur Einstellung der Kampfhandlung zu zwingen. Escalate to Deescalate. Und in den letzten Jahren ist im Westen viel darüber nachgedacht worden, wie man so einer Strategie begegnen kann. Es steht jedenfalls zu befürchten, dass wenn der Krieg weiter für Russland nicht so geht, wie Putin sich das vorstellt, und alle Zeichen deuten in diese Richtung, Russland sich genötigt sehen könnte, den Krieg zu eskalieren und eben möglicherweise mit Nuklearwaffen. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass es automatisch einen interkontinentalen Austausch von großen sogenannten ICBMs, Intercontinental Ballistic Missiles, gibt, sondern es gibt die kleinen Nuklearwaffen, die taktischen Nuklearwaffen, die nichtsdestotrotz natürlich eine hohe Zerstörungskraft haben, aber längst nicht den Fallout haben müssen, also insofern, sag mal, ungefährlicher sind, aber natürlich eine enorme symbolische Bedeutung haben und zeigen, ich kann mehr, ich kann sozusagen die ganze Eskalationsleiter bis hinauf in der Tat zu einem globalen Nuklearkrieg ausreizen. Das heißt,
Kurzfristig kommt die Frage auf uns zu, wie dieser Krieg von Russland eskaliert wird und wie dann Deutschland, Europa, die NATO darauf reagiert und möglicherweise in diesen Krieg eingreift. Wir sehen jetzt schon, wenn Sie in die Tageszeitung gucken, dass es viele Stimmen gibt, die so ein Eingreifen fordern. Ich halte das gelinde gesagt für unverantwortlich. Herr Döpfner hat gerade in der Welt einen Leitartikel geschrieben, der ist eine Stunde alt oder so, wo gesagt wird, Deutschland sollte sich schämen, nicht mehr zu tun und solche Dinge mehr. Ich glaube, das ist wirklich brandgefährlich, so zu argumentieren. Ich glaube, das ist eine Frage, mit der wir uns gleich auch auf dem Podium noch auseinandersetzen müssen. Unter welchen Bedingungen es eine Situation geben kann, in der der Westen gezwungen ist, militärisch, wo gezwungen sein könnte, militärisch einzugreifen. Lassen Sie mich zur mittelfristigen Perspektive kommen. Jeder Krieg endet. Und auch dieser Krieg wird enden. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie Kriege enden. In einem Siegfrieden, dass eine Partei gewinnt, und ein Verhandlungsfrieden, das ist die zweite Möglichkeit. Ein Siegfrieden ist relativ unwahrscheinlich für Russland und für die Ukraine. Am Anfang haben zwar die meisten Militärexperten gesagt, das ist ein kurzer Krieg, die Ukraine würde überrannt werden. Das hat sich als nicht richtig erwiesen. Der Widerstandsgeist der Ukraine ist viel größer als erwartet. Auch natürlich die militärischen Mittel, die ja in nicht unwesentlicher Höhe aus dem Westen kommen. Aber genauso unwahrscheinlich ist ein Sieg der Ukraine. Auch das wird gerne in den Zeitungen beschworen. Ich glaube, dass es nicht dazu kommt, denn Putin wird nicht an irgendeinem Punkt sagen, ich habe meine Ziele nicht erreicht, ich werde jetzt abziehen. Das steht nicht zu erwarten. Wenn es tatsächlich zu einer Besetzung der Ukraine kommen sollte, dann bin ich sicher, dass es einen lang anhaltenden Guerillakrieg geben wird. Der wird bereits oder ist vorher schon geplant worden in der Ukraine. Und ich bin sicher, dass die Ukraine da relativ gute, in Anführungsstrichen immer, gute Möglichkeiten hat, diesen Krieg nicht zu gewinnen, aber die Kriegshandlung sozusagen am Laufen zu halten, dass es irgendwann Verhandlungen geben muss. Das ist die zweite Möglichkeit, wie ein Krieg zu Ende geht, ein Verhandlungsfrieden. Das ist wahrscheinlicher, aber dann ist die Frage, was die Ukraine bereit ist, preiszugeben, welche Sicherheitsgarantien sie fordert, welche Sicherheitsgarantien Russland bereit ist zu akzeptieren und welche Sicherheitsgarantien der Westen bieten kann. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Optionen. Die NATO-Mitgliedschaft ist natürlich nach wie vor im Raum, auch wenn Zelensky vernünftigerweise sagt, das interessiert uns gar nicht mehr. Wir müssen erst mal sozusagen in Verhandlungen kommen. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Abstufungen. NATO mit und ohne westliche Militärpräsenz, da kann man sich unterschiedliche Dinge vorstellen. EU-Mitgliedschaft ist auch eine Option, das wäre sozusagen die NATO-Light-Option, denn auch die europäischen Verträge haben eine Beistandsklausel, die nicht ganz so scharf formuliert ist wie der Artikel 5 des NATO-Vertrags, aber immerhin. Aber wir haben ja schon gesehen, dass ein schneller EU-Beitritt nicht so leicht möglich ist. Ich war sowieso nicht besonders begeistert, als Frau von der Leyen mitten im Gefecht, sage ich mal, die Option einer EU-Mitgliedschaft aus dem Hut zaubert, in einer Situation, in der auch von russischer Seite, das völlig inakzeptabel ist und somit diese eigentlich gute Option, die später in Verhandlungen vielleicht sinnvoll gewesen wäre, verbrannt wurde. Aber vielleicht kommt diese Option später wieder zum Spiel.
Aber es gibt andere Varianten von Sicherheitsgarantien, Großmächte, Garantien etwa für eine neutrale Ukraine. Da gibt es unterschiedliche Varianten, welche Staaten dann die Garantien übernehmen. Allerdings hatten wir das schon. Die Ukraine hatte Sicherheitsgarantien von Russland, von den USA, nachdem sie die Nuklearwaffen, die sie hatte, aus Sowjetzeit aufgegeben hatte. Aber der Vertrag von Belgrad ist gebrochen worden von Russland. Und die Frage ist natürlich, wie überhaupt wieder mit Russland Verträge geschlossen werden können, wohl wissend, dass Russland Verträge bricht und das reihenweise. Also auch mittelfristig große Fragen. Lassen Sie mich zur langfristigen Perspektive kommen. Die europäische Sicherheitsarchitektur ist in Trümmern. Es wird auch nach diesem Krieg keinen leichten Weg zurück in eine europäische Friedens- und Sicherheitsordnung geben. Das heißt, wir werden zunächst zurückgeworfen sein auf eine Situation des akuten Konflikts, bestenfalls der konventionellen und atomaren Abschreckung. Es wird jetzt viel darüber nachgedacht, über Wehrhaftigkeit, über Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr, die zu steigern. All das ist sicher richtig und wichtig. Und gleichzeitig müssen wir dabei bedenken, wenn wir über die 100 Milliarden Projekte für die Bundeswehr nachdenken, dass gleichzeitig auch noch andere Themen natürlich warten und wichtig sind. Die Finanzierung von Diplomatie, ziviler Konfliktprävention, Entwicklungszusammenarbeit, Rüstungskontrolle und solchen Fragen. Was wir aber vor allem brauchen für diese Zeit, in der die Sicherheitsarchitektur, wie ich sagte, in Schutt und Asche liegt, sind neue Verhandlungsforen. Denn die alten sind zerstört. Es gibt noch die OSZE, nicht, die aus der KSZE hervorgegangen ist, die einzige paneuropäische Sicherheitsorganisation. Aber im Gegensatz zu vielen meiner friedensforschenden Kollegen glaube ich nicht daran, dass Russland seine Meinung ändert und die OSZE als einen sinnvollen Ort für sicherheitspolitische Verhandlungen ansehen wird. Ebenso wenig andere Institutionen, die in Frage kommen, was im UN-Sicherheitsrat, in der UNO passiert, haben wir gesehen. Und was in der Generalversammlung passiert ist, ist gut und richtig und wichtig, aber sicher kein belastbares Ergebnis für zukünftige Kooperationen. Was wir also brauchen, sind neue Foren, neue Verhandlungsforen, neue Institutionen. Und die können natürlich zunächst nur informeller Natur sein. So etwas wie Summits, also Gipfeltreffen, so etwas wie ein Zusammenspielen der großen Mächte, so etwas wie das Konzert der Mächte, das wir im 19. Jahrhundert hatten. Und dann die Hoffnung, dass sich so etwas langsam institutionalisieren kann und neue Strukturen der Kooperation entstehen können. Aber das ist ein sehr langwieriger Prozess, eine sehr langwierige Planung. Jetzt geht es um den Rückbau. Um den Rückbau politischer, wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen. Und dieser Rückbau hat bereits begonnen. Sie haben gehört, dass Russland aus dem Europarat in der letzten Woche ausgetreten ist. Russland hat an anderen Stellen angekündigt, dass es internationale Organisationen verlassen könnte. Die OSZE ist eine davon. Die OPCW, die Organisation für die Aufrechterhaltung des Verbots gegen Chemiewaffen, ist eine andere Organisation. Wenn Russland diese Organisation verlassen würde, wäre das eine Katastrophe. Und wir haben gerade gesehen, dass Russland die Wiener Verhandlungen über die iranischen Nuklearprogramme verlassen hat. Ein Vertrag liegt da eigentlich auf dem Tisch und könnte unterzeichnet werden,
aber Russland weigert sich, dem zuzustimmen. Es wird in diese Richtung weitergehen. Es ist, sicher, dass Russland weiter isoliert werden wird, politisch. Und gleichzeitig müssen wir eben aufpassen, dass Russland in den wichtigen Rüstungskontrollinstitutionen bleibt. Es ist wichtig, dass Russland zum Beispiel in der Internationalen Chemiewaffenkonvention bleibt und sich gebunden fühlt, weiterhin gebunden fühlt an das Verbot von Chemiewaffen. Aber das wird ein feiner Grat sein. Genauso wichtig ist der Rückbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Es wird zu einer Entflechtung kommen. Und zwar zu einer Entflechtung stark asymmetrischer, interdependenter Wirtschaftsbeziehungen, die uns jetzt so große Schwierigkeiten machen. Abhängigkeiten. Niemand hat argumentiert, dass Handel automatisch zu Frieden führt. Das ist Unsinn. Insbesondere asymmetrische Handelsbeziehungen können Abhängigkeiten schaffen, die sicherheitspolitisch problematisch sind. Und in den letzten Jahren, aus vielerlei Gründen, in die ich jetzt nicht hineingehen kann, haben wir genau solche asymmetrischen Wirtschaftsbeziehungen hergestellt für den Profit. Diese Beziehungen müssen zurückgebaut werden. Diese Entflechtungen müssen zurückgenommen werden. Aber auch hier, sie müssen kontrolliert zurückgenommen werden, damit nicht mehr kaputt geht und wir uns selber mehr schaden als den anderen. Und schließlich der kulturelle Rückbau sozusagen. Und auch das sehen wir bereits, die Suspendierung zum Beispiel wissenschaftlicher Kooperation. Wir an der HSFK haben sehr gute Kooperationsbeziehungen zu zwei der wichtigsten Universitäten im Lande, in Moskau. Diese Beziehungen sind auf Geheiß des Wissenschaftsministeriums in Berlin auf Eis gelegt oder suspendiert. Gleichzeitig versuchen wir natürlich, den persönlichen Kontakt zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich vom Krieg distanzieren, aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das sind die wenigen tatsächlichen Beziehungen, die wir überhaupt nach Russland hinein haben. Und die müssen wir pflegen. Das Gleiche gilt für Bildungsbeziehungen, für andere Kulturbeziehungen, die in der nächsten Zeit sicher genauso zurückgebaut werden. Aber auch hier müssen wir aufpassen, dass diese Entflechtung kontrolliert gemacht wird, damit nicht mehr kaputt gemacht wird als notwendig. Das heißt, wir brauchen eine Strategie der kontrollierten Entflechtung. Denn eins, glaube ich, muss klar sein: Langfristig sollten wir versuchen, nicht nur Sicherheit gegen Russland herzustellen, sondern wieder Sicherheit mit Russland. Das heißt, die Idee des Friedens ein Stück weit aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, das ist eine langfristige Perspektive. Aber trotzdem müssen wir dafür, glaube ich, jetzt die Grundlagen legen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Professor Daase, für diese Einführung, für diese Grundlegung unserer heutigen Diskussion. Ich glaube, das war eine sehr ernüchternde Grundlegung, die da vorgetragen wurde, aber vielleicht in dieser Ernüchterung zugleich auch sehr realistisch und wirklichkeitsbezogen. Bevor wir nun in ein Gespräch mit den vier Podiumsteilnehmenden, zwei davon sind co-präsentiert, zwei davon sind zugeschaltet, eintreten wollen, soll zunächst noch ein zweiter Impuls gegeben werden aus einer etwas anderen Perspektive. Und dazu haben wir Herrn Henze gewinnen können. Er wurde vorhin ja schon vorgestellt. Lieber Herr Henze, ich habe es heute Morgen ja mit sehr viel Unfreude vernommen, dass Sie nun auch Covid-19 ereilt hat. Aber umso mehr bin ich froh, dass Sie trotzdem in der Lage sind, eben über die digitale Verbindung zu uns zu sprechen und dass Sie uns einen Input geben werden. Lieber Herr Henze, Sie haben das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank und einen Gruß aus meinem Quarantänezimmer hier in Köln. Vor einem halben Jahr war ich bei Ihnen und da war der Saal leer und Sie saßen von der Kachel. Jetzt ist es umgekehrt. Vielleicht kommen wir noch beim dritten Mal dazu, dass wir dann wirklich gemeinsam in einem Raum miteinander sprechen können. Ich kann dem, was wir eben gehört haben, erstmal hundertprozentig zustimmen. Ich bin sehr dankbar für diesen wirklich sehr, sehr nüchternen Ausblick und ich bin fest von überzeugt, dass er nicht überdramatisiert hat und nicht sozusagen zu pessimistisch war, sondern im Gegenteil, wir müssen ja zum wiederholten Mal lernen, so wie wir lernen mussten, dass der Brexit, den wir alle für unmöglich gehalten haben, dann plötzlich über Nacht kam, so wie wir die Wahl von Donald Trump für unmöglich gehalten haben, sie dann doch kam. Nun auch dieser mit viel Ansage vorbereitete Krieg dann ja am 24. Februar gekommen ist. Und es wäre schlicht Realitätsverlust zu glauben, die Worst-Case-Szenarien, die unsere Vorstellungskraft übersteigen, bis hin auch zum Einsatz von Nuklearwaffen, wären außerhalb des Realistischen. Insofern danke, dass Sie das so vorgetragen haben. Ich möchte das Bild aufnehmen, was Sie gebracht haben, das mit den Trümmern. Ich erlebe meine Arbeit, ich verstehe meine Arbeit als Journalist und auch sonst als jemand, der sich öffentlich äußert, immer als jemand, der Puzzleteil in die Hand nimmt und versucht, das Bild, das es gibt, daraus zusammenzulegen, möglicherweise fehlende Teile noch zu finden. Wir haben keine Teile mehr, die ein Bild ergeben. Wir haben nur noch Trümmer. Und aus diesen Trümmern müssen wir ganz, ganz neu und ganz von vorne beginnen, Teile so zusammenzufügen, dass daraus vielleicht irgendwann etwas Haltbares neu entstehen kann. Und das meine ich auf verschiedenen Ebenen, auch mit unterschiedlicher Priorität, ganz wörtlich. Es bedeutet ganz konkret für die Menschen, da geht es wirklich um Trümmern, die jetzt in den Luftschutzkellern, in den U-Bahn-Stationen, in den Theatern und Kulturräumen um ihr Leben bangen darum, ab am nächsten Morgen ihre Unterkunft, ihre Wohnung oder möglicherweise sogar ihr Schutzunterraum noch steht oder ob er wieder in diesem völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Krieg, der keinerlei Rücksicht auf Zivilbevölkerung nimmt, zerbombt worden ist. Diese Trümmer sind, glaube ich, die, um die es geht. Aber es geht natürlich auch um die Trümmer unserer Gewissheiten, unserer politischen Gewissheiten und unserer politischen Strategien, die sich aus diesen Gewissheiten entwickelt haben, spätestens seit 1989, mit einer Vorstellung, dass es im Grunde ein gradueller Prozess ist, der sich immer mehr zu einer Verrechtlichung, zu einer Verzahnung von kulturell, wirtschaftlich, politischer und sicherheitspolitischer Zusammenarbeit ergeben könnte, der aber immer wieder auch in den letzten Jahren erschüttert wurde, ohne dass wir diese Erschütterungen, glaube ich, so wirklich so ernst genommen haben, wie wir das im Rückblick hätten tun müssen. Es geht um die Trümmer unserer ethischen Gewissheiten. Ich habe Mühe, in der Friedensdenkschrift von 2007 noch irgendetwas zu finden, was mir einen Anhaltspunkt gibt, zu sagen, da machen wir einfach weiter und jetzt diskutieren wir auf dieser Basis, als würden wir darin sozusagen das, ja, im Grunde das Rüstzeug finden, jetzt einfach weiterzureden. Wer mit Frieden schaffen ohne Waffen, ein Slogan meiner politischen Sozialisation versucht, Antworten zu geben, liegt aber genauso fern wie die, die jetzt auch wiederum sagen, ich habe es ja immer gewusst und die evangelische Kirche ist immer auf dem falschen Dampfer gewesen. Es geht auch jetzt darum, endlich wieder die noch älteren Gewissheiten des Jahres zur nuklearen Abschreckung des Kalten Krieges sozusagen wieder zu entdecken und wieder zu beleben. Ich glaube, jedes Klammern an Gewissheiten nimmt doch gar nicht wahr, dass wir auch vor den Trümmern dieser Gewissheiten stehen. Und das auszuhalten, diese Erschütterung auszuhalten, ist schmerzhaft. Und dann gibt es, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil es, glaube ich, die Art und Weise, wie wir überhaupt miteinander reden können und wieder sprachfähig werden können, wie Wolfgang Prawitz gesagt hat, es gibt die biografischen Gewissheiten. Mit all den politischen Konzeptionen der letzten Jahrzehnte, mit all den ethischen Grundhaltungen, die unsere Kirche jetzt über Jahrzehnte sich haben entwickeln lassen, sind Biografien verbunden. Und ich glaube, wir müssen sehr, sehr genau ernst nehmen, dass die Generation meines Vaters, der in diesem Jahr 88 wird, nicht nur geprägt ist, dass jetzt in den letzten Wochen wieder eigene Kriegserinnerungen hochkommen und Prägungen, die das für das ganze Leben ausgelöst und bestimmt hat, sondern das ist eine Generation, die mit einer unglaublichen Energie und Hoffnung den Kurs von Willy Brandt, der Entspannungspolitik, der Ostverträge im kirchlichen Raum, der Ostdenkschrift und sowas mitgedacht hat und im Grunde versucht hat, genau darauf anknüpfend auch die Welt dann nach 1989 mitzugestalten. Das liegt in Trümmern und das merke ich, wenn ich mit meinem Vater rede. Dann ist es unsere Boomer-Generation, die mit der Friedensbewegung der 80er Jahre groß geworden ist, mit den lila Tüchern, mit all dem, mit den Protesten, dass die Welt, die Zeit ist da für ein Ja, Nein ohne jedes Ja. Was für eine schöne, einfache Welt, in der es ein Nein ohne jedes Ja geben konnte. Und die das versucht hat, dann irgendwo in neuen Zusammenhängen zu operationalisieren. Es ist eine andere Welt als die der Millenniums,
Generation und erst recht der Fridays for Future Generation, die nun zusätzlich noch zu den Ängsten vor den Folgen des Klimawandels nun wieder eine Welt vorfindet, in der alles in Trümmern ist, was man ihnen versprochen hätte als ein Leben in Frieden und Sicherheit, wie wir es zumindest einige Generationen ja erlebt haben. Diese biografischen Trümmer prägen auch das, wie wir heute über den Krieg, über den aktuellen Krieg reden. Und ich glaube, wir müssen das auch selbstkritisch mitreflektieren, wenn wir zu schnell wie sozusagen in Muster verfallen, die jeweils für unsere Generation und für unsere Seite, auf der wir da standen, dann irgendwo sozusagen ja irgendwann zur Floskel geworden sind. Mit dem, was ich sage, komme ich zu der Frage, wie können wir da überhaupt jetzt reden? Und ich merke, dass ich selber auch vor diesen Erschütterungen und vor diesen Trümmern auch mitstehe, nicht ganz so schroff gestern und heute, vorher, nachher, weil ich das in anderen Situationen, etwa beim Völkermord in Ruanda oder zuletzt auch bei der Frage, wie wir mit dem drohenden Völkermord an den Jesiden umgehen sollten. Also solche Fragen, solche Erschütterungen von eigenen Gewissheiten haben sich da immer wieder auch in meinem beruflichen Leben ergeben. Und trotzdem, ich möchte das an einem ganz, ganz konkreten Beispiel schildern. Ich war am letzten Dienstag auf einer großen Veranstaltung im Jahreskonvent der Baptistengemeinden und habe über den Krieg geredet und habe natürlich mit ganz viel versucht, mit Ruhe und Klarheit zu argumentieren, wie wir es gerade gehört haben, warum eine Flugverbotszone eine ganz, ganz gefährliche und aus meiner Sicht falsche Eskalation in dem Konflikt wäre. Darüber werden wir sicherlich auch sprechen. Ich habe das mit Überzeugung getan. Und dann saß ich auf der Rückfahrt im Zug und habe mir ein YouTube-Video angeguckt, wie der Opernchor von Odessa und das Opernorchester von Odessa den Gefangenenvorchor von Nabucco, ein Stück, was ich selber mal mit viel Liebe mitgegeigt habe, gespielt haben, auf dem Platz vor dem Opernhaus. Und da habe ich schon eine Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Aber dann traten der Hornist und die Sängerin traten ans Mikrofon und appellierten an uns, an die Welt, Odessa zu schützen mit einer Flugverbotszone. Und da kann ich einfach nur sagen, ich saß im Zug auf der Rückfahrt und da war die Fassade und da war sozusagen meine ganze Klarheit, von der ich nach wie vor überzeugt bin, war emotional sozusagen durchbrochen. Ich habe da einfach nur noch gesessen und geweint. Weil von jetzt an, wenn ich ab jetzt über die Flugverbotszone argumentiere, sehe ich den Hornisten und ich sehe die Sängerin vor mir, die mir ins Gesicht sagt, tut etwas für uns, rettet uns. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mitdenken müssen, wenn wir auch in die Situation von Selenskis Rede im Bundestag, diesem unendlich beschämenden Moment des Parlamentarismus denken. Was war das für eine Situation, wo Selenski diesen 700 Abgeordneten und der gesamten Bundesregierung gesagt hat, tut etwas für uns, tut vor allen Dingen diese Flugverbotszone. Und in den 7 Jahren, in denen ich Hauptstadtkorrespondent in Berlin war und für die Außenpolitik zuständig war, habe ich erfahren, dass Politiker genau diese Spannung aushalten müssen, dass sie etwas entscheiden müssen, wo sie die Konsequenzen und die Folgen tragen müssen. Und ich versuche das mit dem Bild der Waagschale mal zu beschreiben. In der Waagschale, die ich in der Hand halte oder nicht halte, wie wir uns verhalten müssen, wenn die Eskalationsszenarien eintreten, von denen wir gehört haben, dann sind all die Argumente richtig und bleiben richtig, die gegen eine solche Eskalation, gegen eine Flugverbotszone stehen. Aber in einer anderen Waagschale, die ist eben nicht leer. Und deshalb ist das eben nicht eine Sache, wo wir sozusagen als Kirche sagen können, wir sind uns da einig und das ist die ethisch richtige Position. Und es ist eben nicht eine Haltung, wo die Politik sagen kann, das ist NATO-Politik, es gibt Artikel 5 und außerhalb der Grenzen von Artikel 5 kommt sowas nicht in Frage. Sondern in der anderen Waagschale sind die Menschen von Odessa bis Charkiw, Cherson, zählen Sie es auf, Mariupol, die sozusagen danach sehnen, dass diese Flugverbotszone kommt. Und der Druck, natürlich vertreten durch Menschen wie Selenskyj, die das artikulieren und sagen, ihr habt da Möglichkeiten, nutzt sie. Und wir werden es erleben und wir werden es aushalten müssen, dass sich die Waagschale, je mehr das eintritt, was wir an Eskalationsängsten haben, je mehr das Realität wird, desto schwerer wird die Waagschale auf der anderen Seite werden. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen müssen, wo auch das Argument Gewicht bekommt, was ich auch höre von wichtigen Freunden, die ich ernst nehme, die mir sagen, wenn ihr von vornherein sagt, welches Risiko ihr nicht bereit seid einzugehen, weiß auch Putin, dass er möglicherweise auch Atomwaffen einsetzen kann, weil wir auch dann möglicherweise da keine rote Linie mehr haben. Diese Debatten, die haben wir ja auch damals schon bei Aleppo gehabt. Wir werden das alles in der Waagschale hin und her wagen müssen. Und am Ende wird es eine Entscheidung sein, die nicht in der Schwebe bleiben kann. Politiker werden dann entscheiden müssen.
Und ich glaube, ich wünsche mir eine ethische Debatte in unserem Lande, die nicht mehr mit Gewissheiten argumentiert, die nicht mehr sagt, was ist richtig und falsch, sondern die weiß, dass hier verdammt volle Waagschalen sind, aber nicht handeln, nicht entscheiden, keine Option ist. Und da sind wir mittendrin in der Ethik, die Dietrich Bonhoeffer beschrieben haben, sich wirklich reinzubegeben in die Diskussion, in die Realität reinzubegeben, in die Situation, wo wir Auge in Auge mit denen reden müssen, die Konsequenzen unserer Entscheidung mittragen müssen. Und da wird es dann fatal, wenn wir einen Friedensbeauftragten der EKD haben, der sagt, es gibt eine Friedensethik innerhalb der NATO-Grenzen und außerhalb der NATO-Grenzen. So einfach werden wir dann nicht mehr entscheiden dürfen. So einfach werden wir auch eine richtige Entscheidung nicht begründen dürfen. Und das ist meine Bitte, das war das Zitier, der Zitiersatz, es zählt jetzt jedes Wort. Was immer wir sagen, spricht in verschiedene Resonanzräume rein. Es spricht in den Resonanzraum unserer eigenen sozialen Zugsgruppen rein, da, wo wir gemeinsam mit groß geworden sind, wo wir vielleicht möglicherweise auch Freunde, Verwandte, Weggefährten verstören, weil wir Antworten geben, die von uns nicht erwartet wurden. Es ist ein Resonanzraum im politischen Raum, im kirchlichen Raum, aber es gibt eben auch einen Resonanzraum in der ukrainischen und in der russischen Botschaft in Berlin und einer Öffentlichkeit bei den Menschen in Russland, die es viel, viel riskieren bei den Demonstrationen, und bei den Menschen in der Ukraine, die im Luftschutzbunker sind. Ich habe das an diesem einen Beispiel der Flugverbotszone beschrieben, weil ich sagen muss, wer ethische Debatten führt, sollte alle Richtigkeiten beiseite lassen, sondern genau die Frage stellen, haben wir die Waagschalen wirklich schon austariert? Haben wir wirklich alles in der Waagschale drin, was reingehört? Und erst wenn wir uns dessen sicher sind, sollten wir sozusagen mit allem Wissen, dass wir der einen Seite der Argumente viel schuldig bleiben, wenn wir uns so oder so entscheiden, dann auch nach außen sprechen. Das dann aber auch tun, weil sich dann wegducken und dann zu sagen, wir trauen uns nicht, eine Entscheidung zu treffen, ein Luxus ist, den sich die Politik nicht leisten kann. Das wäre ein Stück der Entsolidarisierung, wenn wir unsere ethischen Abwägungen zurückhalten würden aus Bequemlichkeit, die Politiker, die diese ethischen Abwägungen nachher in Entscheidungen umwandeln müssen, nicht haben. Und erst recht ein Luxus, den die Menschen nicht haben, die im Kriegsgebiet sind. Was heißt das für die Art und Weise, wie wir den Prozess der nächsten Wochen und Monate auch in unseren Kirchen gestalten müssen? Ich glaube, dass das, was wir an Szenarien vor uns haben, enorm lähmen kann. Dass die Phase der Empathie sich ein Stück weit reduzieren kann auf den Umgang mit Geflüchteten. Dort auch ein Stück, ja, ein ganz, ganz, ganz produktives nicht Ventil, aber sag mal, eine Umsetzungsform findet, die den Menschen zugutekommt, aber die dazu führt zu sagen, aus diesen schwierigen Fragen halte ich mich jetzt lieber raus. Das überfordert mich. Ich glaube, dass das kein Weg ist. Ich glaube, wir müssen uns der Zumutung diesen Abwägungen stellen und dafür brauchen wir Räume, die auch ein Stück weit Schutzräume sind. Wir brauchen diese Räume, in die wir die Trümmerteile in die Hand nehmen können und wo wir angstfrei darüber reden können, wie wir dieses Konvolut aus biografischen Erschütterungen, ethischen, politischen Erschütterungen, dem nichts mehr eigentlich nichts mehr haben, an das man sich festhalten kann, wo man das zulassen kann, um wie gesagt aus diesen Trümmerteilen dann zu gucken, ob nicht vielleicht doch etwas wieder zusammenpasst und zusammengefügt werden kann. Dafür denke ich, haben die Friedensgebete, die wir in den Kirchen machen, eine enorme wichtige Aufgabe. Und ich glaube, dass die Nachfrage an solchen Schutzräumen, in denen man sprachfähig werden kann, groß genug ist. Und selbst wenn der Andrang möglicherweise nicht da ist, liegt es vielleicht auch an der Form und an der Art und Weise, wie wir noch nicht sozusagen in dieser Relevanz wieder wahrgenommen werden wie früher. Aber ich bin überzeugt, dass diese Räume dringend, dringend braucht, wo wir in dieser Sprachlosigkeit wieder lernen und einüben müssen, sprachfähig zu werden, und zwar eben nicht, indem wir nach 5 Minuten uns die Köpfe einschlagen, weil wir uns Frieden schaffen ohne Waffen und Waffen für die Ukraine um die Ohren halten. Das kann aber nicht nur die eine Ebene sein, sozusagen. Das ist der Schutzraum. Aus diesem Schutzraum müssen wir auch raus. Und da brauchen wir, glaube ich, eine sprechfähige, öffentliche Form von Kommunikation. Da sehe ich unsere Landeskirchen, aber die EKD im Moment in der Person der Ratsvorsitzenden, da, wo sie als
Annette Korschus spricht sehr gut aufgestellt, da wo sie als Ratsvorsitzende sozusagen mit einem Sprechzettel des von wem auch immer steht, nicht gut aufgestellt. Da haben wir noch Versatzstücke, die manchmal nicht passen und oft nicht passen. Und ich glaube, da müssen wir sozusagen eine ganz, ganz andere Gründlichkeit haben. Da brauchen wir einen ganz anderen Austausch mit der Friedensforschung, mit denen, die uns sozusagen Tag für Tag neu erklären, wo eigentlich die Aporien, die Dilemmata sind, was in die Waagschalen reingehört und was wir mitbedenken müssen, damit wir dann nicht einfach Sätze sagen, die uns im Grunde irrelevant machen, weil sie von außen nicht mehr ernst genommen werden können. Und ich glaube, das ist etwas, was wir für die nächsten Wochen und Monate lernen müssen. Wir brauchen keine neue Friedensdenkschrift in den nächsten 6 Monaten, aber wir brauchen eine Form des Tastens, dass sich aber bewusst genug ist, dass es relevant ist, dass es wichtig wird, dass es klug ist im Sinne von, dass wir uns nicht davor drücken, wie wir mit der Realität tatsächlich, wie wir uns ihr aussetzen und wie wir damit versuchen, sprachfähig zu werden. Das erstmal als Einstieg. Und ich glaube, das werden wir an vielen, vielen Beispielen jetzt im Gespräch durchdeklinieren können, wie das mit den ganzen von dem Erstreferenten beschriebenen Aporien aussieht. Vielen Dank, lieber Herr Henze, auch für Ihren Impuls, der ja nicht nur etwas länger war, als wir erwartet hatten, der aber vor allem eben sehr, sehr authentisch war. Man merkt so richtig, wie da eine ganze Trümmerlandschaft vor Ihrem inneren Auge vorüberzieht. Und ich glaube, das ist ja was, was wir alle erleben und was uns im Moment in schlimmer Weise bedrückt. Ich bin so in einem Wechselbad der Gefühle, wenn ich hier in den großen Saal gucke. Und zum ersten Mal seit über 2 Jahren sehe ich den relativ gut gefüllt. Das sollte mich eigentlich freuen, aber die Umstände sonst, die um uns herum sind, die lassen diese Freude nicht wirklich aufkommen. Ich will aber jetzt das Wort übergeben an Herrn Dr. Klaus Wittmann. Herr Wittmann ist Brigadegeneral außer Dienst. Er hat bei der NATO unter anderem in Rom gearbeitet, lange Zeit, und ist einer der Co-Autoren der Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, die im Jahr 2007 erschienen ist, aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen. Ich habe da eine gute Zeit von 6 Jahren gemeinsamer Arbeit an dieser Denkschrift in Erinnerung mit Ihnen, lieber Herr Dr. Wittmann, und auch später erfreuliche Begegnungen und interessante Mailkontakte mit Ihnen gehabt. Sie sind in mehrerer Hinsicht ein Fachmann. Sie sind friedensethisch gesehen ein Fachmann, aber Sie sind es natürlich auch sicherheitspolitisch. Und deshalb stelle ich Ihnen gleich 2 Fragen zum Eingang, die aber gut anschließen an das, was jetzt als Grundlage uns geboten wurde. Das eine, die sicherheitspolitische Frage. Verlängern nicht westliche und deutsche Waffenlieferungen, die im Gespräch sind oder sich auch schon vollzogen haben, die westlichen jedenfalls, einen Krieg, den die Ukrainer ohnehin nicht gewinnen können? Fragezeichen. Und eine 2. Frage, die ist dann eben friedensethischer Natur. Liegt auch die gesamte Friedensdenkschrift von 2007 nun in Trümmern? Muss die EKD eine neue Friedensethik aufbauen vom Nullpunkt auf? Herr Wittmann, ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Ja, guten Abend. Ich denke auch gern an die Zeit in der Köln, obwohl 5 Jahre Mitarbeit an der Friedensdenkschrift für den einzigen Soldaten dort nicht immer vergnügungssteuerpflichtig war. Zu der ersten Frage möchte ich mal ganz deutlich Folgendes sagen. Natürlich lässt sich der Krieg verkürzen, indem nämlich die ukrainische Führung kapituliert. Aber wie kann man sich hierzulande anmaßen, der Ukraine ihre Selbstaufgabe zu empfehlen? Da meint ein deutscher Brigadegeneral am Donnerstag im Fernsehen, die Neutralität sei doch, Anführungszeichen, auch nicht so schlimm.
Und am Sonntag beruft sich im Radio ein Professor der Humboldt-Universität auf den General und stellt fest, Kapitulation sei vernünftiger als, Zitat, weitere Verlängerung des Krieges. Ganz deutlich gesagt, Neutralität bei Demilitarisierung ist das Rezept zur Unterwerfung, Zerstückelung, vielleicht Auslöschung von ukrainischem Staat und Volk. Und ich erinnere daran, was in Estland, Lettland und Litauen zu Zehntausenden mit den maßgeblichen Bevölkerungsgruppen geschah, nachdem 1945 die Sowjetunion sie besetzt und einverleibt hatte. Und die Folterzentren in Tschetschenien, Syrien und im Donbass sprechen auch eine deutliche Sprache. Sicherheitsgarantien, die gab es ja im Budapester Memorandum von 1994. Nichts wert. Neutralität, diesen Status hatte die Ukraine per Gesetz, als Russland 2014 die Krim annektierte und den Krieg im Donbass begann. Also zwischen Selbstbehauptung einer in der Existenz bedrohten Nation und Neutralisierung zu Putins Bedingungen sehe ich keinen diplomatischen Kompromiss. Das ist natürlich keine gute Antwort auf die sehr, sehr kompetenten Ausführungen, die Herr Professor Daase vorhin gemacht hat. Und ich habe eine Reihe von Stichpunkten mir notiert, auf die ich gerne nachher in der Diskussion nochmal zurückkomme. Die Eskalationsfrage, Sicherheit mit und nicht gegen Russland, diese Metapher der Trümmerflugverbotszone und die deutsche Ausschließeritis und die Stärkung der Bundeswehr. Aber jetzt will ich, das habe ich Herrn Pausch versprochen, mich zunächst auf diese zwei Fragen beschränken. Zu der anderen Frage, neue Friedensethik. Sie sagten ja, ich bin Mitautor der Friedensdenkschrift, in der wir uns abgewandt haben vom gerechten Krieg und natürlich mit den dort gültigen Kriterien den Paradigmenwechsel vollzogen haben zum gerechten Frieden. Rechtserhaltende Gewalt, wie das genannt wurde, ist in engen Grenzen gerechtfertigt. Selbstverteidigung natürlich ethisch legitim, ganz besonders in einem Krieg wie dem gegenwärtigen, völlig unberechtigten, der in seiner Grausamkeit keinerlei Rücksicht auf das Kriegsvölkerrecht und die Menschen nimmt. Aber ich meine, da braucht es keine neue Friedensdenkschrift, aber es braucht realistischere Sichtweise bei manchen Christenmenschen und Kirchenvertretern. Und es hat mich sympathisch angemutet, Herr Henze, dass Sie mit einem leicht kritischen Unterton den Friedensbeauftragten, den neuen Friedensbeauftragten erwähnt haben. Dem habe ich geschrieben und habe auch einen Leserbrief in der landeskirchlichen Wochenzeitung hier bei uns geschrieben zu seiner Aussage, eben in dem Sinne dieser ersten Frage, ob nicht Waffen den Krieg verlängern und man deeskalieren müsste und so weiter. Und habe ihm letzte Woche bei einer Veranstaltung der Akademie Locum auch diesen Leserbrief angedeutet und habe auch mit einiger Emphase gesagt oder berichtet, wie ich bei meinem Lehrauftrag an der Uni Potsdam schon zweimal ein Oberseminar gemacht habe über die jüngere Geschichte der Ukraine. Und zu Beginn ein Diktum von Karl Schlögel zitiert habe, der eminenteste deutsche Osteuropa-Historiker, der sagte oder schrieb, wir müssen alle wieder in die Schule gehen, denn wir alle haben uns angewöhnt, die Ukraine nur mit russischen Augen zu sehen. Und ich glaube, das können sich ganz viele von uns vorwerfen lassen, die wenig Bescheid wissen, wie auch schon im 19. Jahrhundert die Nationalitätenbewegung in der Ukraine von den Russen immer stranguliert und zerschlagen wurde und wie dann die Ukraine zwischen Hitler und Russland, das sogenannte Zwischeneuropa, darstellte und so weiter. Also ich glaube, und das habe ich am Schluss dieses Leserbriefs geschrieben, etwas mehr Empathie mit diesem geschundenen Volk wäre sehr angebracht. Aber Herr Pausch, meine anderen Stichworte, da behalte ich mir dann, wenn Sie mich noch mal dran nehmen, noch ein paar Bemerkungen vor. Nicht zuletzt über die Bundeswehr. Denn in Ihren Fragen hier oder in Ihren Anmerkungen, in dem Aufriss zu der Tagung oder zu dem Ablauf, da steht ja auch die Frage, ob diese 100 Milliarden einfach so aus der Luft gegriffen sind. Dazu könnte ich vielleicht zwei Worte sagen nachher.
Das sollten Sie tun, lieber Herr Wittmann. Den Aufriss hatte ich Ihnen und den anderen Teilnehmern der Podiumsdiskussion natürlich vorab geschickt, damit man sich ein bisschen einstellen und vorbereiten kann auf Fragen, die vermutlich dann eine Rolle spielen werden. Jetzt will ich aber erstmal Frau Sabine Müller-Langsdorf, meine lieben Pfarrerskollegin aus Hessen und Nassau, das Wort geben. Sie ist ja die sogenannte Friedenspfarrerin der Landeskirche und sie ist im Zentrum Ökumene der beiden Landeskirchen EKN und EKKW tätig und dort für das Arbeitsfeld Frieden zuständig. Das Mikrofon ist schon an, liebe Sabine. An dich würde ich auch gern die Frage stellen, also erstmal, wie ist das mit unserer Wirklichkeitswahrnehmung? Haben wir da einen Mangel? Hat es daran gefehlt, dass wir die Wirklichkeit nicht haben sehen wollen, wie sie ist? Herrn Putin, sein Regime oder Russland oder die Ukraine nicht verstanden, nicht empathisch genug wahrgenommen haben? Und an dich auch die Frage, müssen wir unsere Friedensethik nunmehr revidieren? Ja, haben wir die Wirklichkeit nicht richtig wahrgenommen? Wer ist das Wir? Ich würde da differenzieren wollen, weil zum Beispiel mein Nachbar ist russischer Spätaussiedler. Und den hat das nicht überrascht, was da jetzt kam. Es hat ihn bestätigt in seinem Erleben, hin und her geschickt worden zu sein in einem Land, wo er als Deutscher gelebt hat. In den Kirchen ist es unterschiedlich. Im Zentrum Ökumene haben wir es mit vielen internationalen Partnern, Partnerinnen zu tun. Und auch da erlebe ich, dass die Wahrnehmung dieser Situation sehr unterschiedlich ist. Es gibt auch Menschen in Ländern, die sagen, das haben wir schon mal erlebt, nur mit anderen Vorzeichen. In lateinamerikanischen Ländern sagen die, ja, haben die USA auch schon mal gemacht. Die polnischen Partner sagen wieder etwas anderes. Also ich glaube, es ist zu fragen, wer ist das Wir? Und es ist zuzuhören, wie unterschiedlich die Ängste sind, wie unterschiedlich die Fragen sind. Und um auf deine Frage zu kommen mit der Friedensethik, ich glaube, sie muss nicht neu geschrieben werden. Sie ist ein gutes Gerüst, das uns sozusagen, ja, wie so Pflöcke oder ja doch Pflöcke sichtbar macht, an denen wir weiterarbeiten können. Also ich glaube, vieles muss angeschaut werden in dieser Friedensdenkschrift, weil sie einfach auch 2007 geschrieben ist. Da gab es noch eine Bundeswehr, die wurde später ausgesetzt. Es haben sich internationale Institutionen ja, verändert. Es hat da andere Bedarfe. Es hat neue Kriege gegeben, die auch neue Erkenntnisse gebracht haben. Und von daher glaube ich, es kann daran weitergearbeitet werden, aber sie muss nicht in die Mülltonne geschmissen werden. Ja, ausgesetzt wurde die Wehrpflicht, nicht die Bundeswehr, die haben wir noch, aber das meinst du ja. Ja, ja. Ich gehe jetzt nochmal auf den Herrn Daase zu und frage Sie, stelle Ihnen diese Frage, die ich dann auch General Wittmann nochmal stellen möchte. Er hat es ja schon angekündigt, das wird kommen. Für uns alle war es ja eine große Überraschung, denke ich, also an dem Sonntag, an dem Bundeskanzler Scholz vor das Parlament trat und sagte, wir haben eine Zeitenwende und wir werden nicht nur das 2%-Ziel der NATO jetzt so rasch wie möglich einholen, sondern wir werden darüber hinaus jenseits unseres Haushaltes einen Sonderfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro einrichten, um die Bundeswehr neu auszurüsten und unsere militärischen Fähigkeiten zu stärken. Meine Frage an Sie, und das werde ich dann gleich lautend auch an Herrn Wittmann weitergeben, damit wir mal zwei unterschiedliche Perspektiven hören. Diese Zahl, die wirkt ja irgendwie gegriffen.
Man wird ja vermutlich nicht genau berechnet haben können im Vorhinein, wie viel Geld man braucht, um die Bundeswehr wirklich verteidigungsfähig, militärisch effizient genug aufzustellen. Wie kommt man zu dieser Zahl? Halten Sie diese Größenordnung, halten Sie diesen Schritt überhaupt für sinnvoll, für sicherheitsverteidigungspolitisch notwendig? Oder meinen Sie, das ist jetzt aus der Panik heraus geschehen und vom Bundeskanzler so gesagt worden? Darauf gibt es eine ganze Reihe von Antworten. Also ich würde erst mal sagen, es ist klug gemacht. Es wird eine Situation genutzt, um eine lange Hängepartie zu beenden. Wie lange haben wir denn eine Diskussion gehabt über die Unterfinanzierung der Bundeswehr? Und wie lange haben wir Diskussionen geführt über das ominöse 2%-Ziel? All das ist vom Tisch und das in dieser Situation, wo es kaum Widerstand gibt und kaum Widerstand geben kann. Die Zahlen selber sind natürlich erstmal symbolisch, aber auch nicht ganz verkehrt. Wir haben auch in der Friedens- und Konfliktforschung immer gesagt, die Bundeswehr ist unterfinanziert, ganz klar. Das liegt auch daran, natürlich, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren viel stärker beansprucht war. Auslandseinsätze gemacht hat, ja, das nicht beschafft worden ist richtig, sondern sagen in die Instandhaltung investiert worden ist. Da gibt es große Defizite, das haben wir in der Tat seit vielen Jahren auch selbst von der Friedenskonfliktforschung gesagt und es ist nicht so besonders viel passiert. Also insofern habe ich dafür Verständnis und jetzt auch für den politischen Schwung, der sozusagen mitgenommen wird, um hier sagen, einmal ein Problem wirklich bei den Hörnern zu packen und zu lösen. Wir müssen natürlich dann ganz genau hingucken, wofür das Geld verwendet wird. Aber das ist ja auch an vielen Stellen schon gesagt, dass jetzt nicht sagen mit hinten das Geld zum Fenster rausgeworfen werden kann. Es gibt mehr oder weniger schlaue Investitionen. Das muss man sich genau anschauen. Wichtig ist auch die längerfristige, also die 100 Milliarden, die sind dann irgendwann auch verbraucht. Ja, das geht leider ziemlich schnell, wenn man an die Kampfflugzeuge denkt, die angeschafft werden sollen und so weiter. Wichtiger ist die längerfristige Erhöhung des Wehretats. Und das habe ich vorhin ja sehr deutlich gemacht, wir müssen schauen, dass mit diesem Geld, was dort jetzt investiert wird, nicht der gesamte Fokus jetzt auf das Militär geworfen wird und nur noch Sicherheit über das Militär definiert wird, sondern wir brauchen ähnliche... Könnten Sie Ihr Mikrofon etwas näher an sich herannehmen, bitte? Wir brauchen ähnliche Investitionen in die Diplomatie, in die zivile Konfliktprävention, in die Entwicklungszusammenarbeit, in all diese wichtigen Themen, die dürfen wir darüber nicht vernachlässigen. Und, was noch wichtiger ist, wir müssen stärker diese Dinge verzahnen. Wenn es bei Auslandseinsätzen darum geht, etwa ziviles und militärisches Engagement aufeinander abzustimmen, da sind die Defizite. Vor ein paar Monaten haben wir hier über Afghanistan gesprochen. Darüber redet niemand mehr. Ja, also all diese Dinge, die müssen wir weiter aufarbeiten, damit jetzt nicht eine Investition gemacht wird, sagen in eine falsche Richtung, und wie man so sagt, immer der letzte Krieg nochmal vorbereitet wird, sondern wir müssen die Lehren aus mehreren Kriegen ziehen, diesem Konflikt in der Ukraine, aber auch den anderen in Mali und in Afghanistan. Vielen Dank, Herr Daase. Herr Wittmann. Ja, also ich kann auch dem allem zustimmen, außer Widerstand gibt es schon. Gerade habe ich vor einer halben Stunde im Radio von einem Aufruf gehört, den eine Reihe von engagierten Leuten unterzeichnet haben und der initiiert worden ist von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also da wird es eine Diskussion geben, die auch notwendig ist und die wir ja seit vielen, vielen Jahren immer versucht haben anzuschieben und immer wieder festgestellt haben, wir reden eigentlich nur unter Experten, die schon alle konfirmiert sind. So, jetzt was Sie sagten, Herr Daase, über die anderen Aufgaben, Diplomatie, Entwicklung, da kann ich auch nur 100%ig zustimmen und finde eigentlich
die 3%-Formel im Koalitionsvertrag gar nicht schlecht. Denn wenn man das runterbricht, dann kommen wir fürs Militär etwa auf 2% und für die Entwicklungshilfe endlich auf die mindestens 0,7% und so weiter. Aber zur Illustration möchte ich Folgendes sagen. Natürlich ist 100 Milliarden eine runde Zahl und ist noch nicht runtergebrochen auf die einzelnen Projekte. Aber die Größenordnung ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung, denn mehr Geld für die Bundeswehr ist unabdingbar, weil sie in den hoffnungsvollen Jahrzehnten, wie ich gerne sage, ausgehöhlt und teilweise kaputt gespart worden ist. Sie braucht die Wiederherstellung aufgegebener Fähigkeiten, zum Beispiel Heeresflugabwehrtruppe, Seeaufklärungsflugzeuge und so weiter, Nachfolger für zahlreiches veraltetes Großgerät. Sie haben ganz richtig gesagt, Instandsetzung, da leiden wir immer noch darunter, dass der Herr Scharping seinerzeit das alles privatisiert hat und dass wir beispielsweise die 6 U-Boote, die nie fahren, gekauft haben, ohne das dazugehörige Ersatzteilpaket. Ja, weil wir geglaubt haben, just in time wäre das richtige Prinzip und die Industrie würde schon das alles für uns auf dem Regal vorhalten. Das war völliger Unsicht. Im Kalten Krieg, um es noch zu illustrieren, im Kalten Krieg hatten wir 12 Divisionen mit je 3 Brigaden. Heute nicht einmal eine voll ausgerüstete Brigade. Und 3 komplette Divisionen, wie sie nach dem geplanten Fähigkeitsprofil bis 2032 aufgestellt sein sollen, sind nicht zu viel für das Land in der Mitte Europas, das für die eigene Verteidigung und die seiner Nachbarn Verantwortung trägt. Zweites Beispiel, für die Öffentlichkeit gar nicht sichtbar. Die Auffüllung der Munitionsvorräte auf die der NATO zugesagte Höhe wird alleine schon 20 Milliarden Euro kosten. Das ist bereits ein Fünftel der 100 Milliarden Sondervermögen. Und eine Reihe anderer Beispiele könnte ich gut nennen. Und Gelegenheit benutzt, kann man sagen. Man kann auch sagen, jetzt haben sie endlich den Schuss gehört und wollen dazu beitragen, dass wenn wir schon die Ukraine militärisch nicht verteidigen können, aus Gründen, die teilweise schon genannt wurden, wir auf jeden Fall sicherstellen müssen, dass jeder Quadratmeter NATO-Gebiet für den Herrn Putin sakrosankt bleibt. Vielen Dank, lieber Herr Wittmann, auch für die Konkretionen, die Sie jetzt eben einmal nachgeliefert haben. Da kann man dann die Zahlen vielleicht doch etwas besser begreifen und nachvollziehen. Die Zahlenrelationen zumindest, von denen da jetzt die Rede war. Nun, Herr Scharping ist aber schon sehr lange her. Zwischendrin gab es 16 Jahre lang CDU und CSU Verteidigungsminister und Ministerinnen. Und in der Zeit... Ich werde zur Verteidigungspolitik der Ära Merkel kein einziges Wort der Verteidigung sagen. Gut. Dankeschön. Würden Sie übrigens Herrn Daase zustimmen, wenn der sagt, es kommt ja nun gerade darauf an, dass das Zivile und das Militärische miteinander in ein komplementäres und sinnvolles Verhältnis gebracht werden? Übrigens auch zahlenmäßig, aber vor allem auch in qualitativer Weise, dass sich das miteinander verzahnt. Ich meine zu erinnern, genau dies war ein zentrales Argument der Friedensdenkschrift von 2007. Meinen Sie mich? Ja, Herr Wittmann, ich wollte gerade noch zurückfragen. Gut, das kann ich nur dick unterstreichen. Und ich bin stolz über manche Formulierungen aus meiner Feder, die gerade dieses auch betreffen. Und ich erinnere mich daran, mein letzter Posten war Director Academic Planning and Policy im NATO Defense College. Da habe ich aus der Woche, das war ein Modul, aus der Woche internationale Organisationen einen Tag rausgeschnitten und habe gesagt, das ist ab sofort der NGO Day. Und da haben wir den ganzen Tag uns mit Non-Governmental Organizations beschäftigt, erst einmal wissenschaftlich und dann hatte ich immer 2 oder 3 von denen eingeladen. Human Rights Watch, International Crisis Group, Amnesty International und solche, die sich da vorgestellt haben, weil ich immer gedacht habe, diese so unterschiedlichen institutionellen Kulturen
die müssen sich gegenseitig kennenlernen. Und wir haben eine Veröffentlichung gemacht in einer Reihe, die ich da in Rom gegründet habe, die sich mit NATO und NGOs beschäftigte, wo wir gesagt haben, eigentlich müssten schon bei der Planung von irgendwelchen Auslandseinsätzen zivile Organisationen mit beteiligt sein und auch NGOs. Also da rennen Sie bei mir offene Türen ein und da könnte ich ganz viel auch aus der Erfahrung derer, die in Afghanistan gewesen sind, berichten über das schwierige Verhältnis, aber wie man dann auch zusammengekommen ist. Nun hat sich Sabine Müller-Langsdorf gemeldet und wollte auch in dem Zusammenhang was sagen. Sabine. Ja, ich habe die 100 Milliarden Euro natürlich auch als Stichwort aufgeschrieben, weil das in Kreisen der Friedensbewegung doch hart ist zu hören an dem Tag, wo in Berlin die große Demonstration war und dann wird verhandelt und es werden 100 Milliarden geben. Das ist eine symbolische Zahl, da stimme ich Ihnen zu. Und das ist eine hohe Zahl bei gleichzeitiger Aufstockung des Verteidigungsetats. Es ist ja nicht so, dass der Verteidigungsetat in den letzten Jahren nicht aufgestockt wurde. Und ich finde, in dieser Diskussion um diese Symbolik und um die Erhöhung des Etats ist zum einen zu fragen, welche Aufgabe hat denn die Bundeswehr in Zukunft? Ich glaube, das muss auch parlamentarisch und gesellschaftlich diskutiert werden. Und was ist eigentlich mit dem Geld passiert, das zwischen 2015 und jetzt, das waren nämlich 14 Milliarden Erhöhung, was ist damit eigentlich gemacht worden? Also ich glaube, da bedarf es auch einer Transparenz, einer Redlichkeit und einer wirklich auch kritischen Nachfrage und der parlamentarischen und gesellschaftlichen Debatte, bevor man die Mittel langfristig verplant. Und wenn ich höre, wie teuer diese Flugzeuge jetzt schon sind, da ist schon ein guter Batzen weg. Ich kann nur unterstreichen, was Herr Daase gesagt hat, nicht zulassen, dass riesige Summen in Rüstung investiert werden und gleichzeitig zivile und außen- und entwicklungspolitische Ansätze gekappt oder nicht berücksichtigt werden. Im neuen Haushaltsentwurf, der am 16.03. nämlich verabschiedet worden ist, der hat eine sozusagen Kürzung in diesen entwicklungspolitischen Mitteln und das kann nicht angehen. Jetzt ist Herr Henze mal dran, der Herr Henze hat sich jetzt schon versucht, zu Wort zu melden ein paar Mal und jetzt sollen Sie mal das Wort haben. Gerne auch zu dem Thema, was Frau Müller-Langsdorf jetzt angesprochen hat. Ja, gerade weil wir uns, glaube ich, im Grundsatz so einig sind und wir oft darauf achten müssen, dass das sozusagen langfristig abgesichert wird, mit welcher Formel auch immer, müssen wir es jetzt auch für die nächsten Monate schon mal konkret umsetzen. Was im Moment passiert, ist eine Menge von Wurzeln legen dafür, dass die nächsten Konflikte in anderen Teilen der Erde sehr schnell eskalieren werden. Die explodierenden Weizenpreise werden mit Ansage in bestimmten, schon jetzt identifizierbaren Regionen auch zu Konflikten führen, möglicherweise mit Konflikten mit ganz klar dann auch entstehenden Täter-Opfer-Strukturen, möglicherweise mit Verfolgungs- bis hin zu genozidialen Tendenzen für manche Regionen. Da greift die Schutzverantwortung, die Responsibility to Protect, die die Vereinten Nationen nach Ruanda ja auch als völkerrechtliches Instrument neu erdacht haben, greift gerade in ihrem entscheidenden Teil, nämlich in der Responsibility to Prevent. Im Grunde, wenn wir erahnen können, wie die explodierenden Grundlebensmittelpreise, Hungerunruhen, Konflikte, ethnische, soziale Konflikte eskalieren lassen werden, wäre jetzt die Aufgabe auch von verantwortungsvoller europäischer Politik, das nicht im Schatten des Ukraine-Kriegs, der zu Recht ganz, ganz viel Aufmerksamkeit von uns braucht, geschehen zu lassen und dann erst erschrocken zu werden, wenn es ausbricht, sondern jetzt zu sagen, wir müssen mit aller Energie, mit den Mitteln, die nicht ausgespielt werden dürfen gegen Mittel, die wir jetzt in der Ukraine einsetzen, das zu investieren, dass es zu diesen Konflikten nicht in dem Umfang kommt, wie es droht. Das wäre ein ganz konkretes Beispiel für die nächsten Monate, wo Friedensethik und auch die Stimme der Kirche gebraucht wird als Balancing Voice in einer Debatte, die dafür im Moment, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten relativ wenig
Gehör sonst finden wird. Da braucht es uns, dass wir das laut sagen, da braucht es die Kompetenz von Brot für die Welt, von Diakonie Katastrophenhilfe. Dann braucht es aber auch den Resonanzraum unserer Gemeinden, dass wir das hören, wenn die uns ihre Expertise mitbringen und zu sagen, Achtung, wir können die Orte identifizieren und wir machen uns zur Stimme dieser Region. Das ist so ein Votum, lieber Henze, so interpretiere ich Sie. Wir dürfen keine blinden Flecken jetzt haben, sondern uns nicht nur auf die eine Sache, auf das eine Thema fokussieren. Wir müssen eine große Fläche überblicken. Und wir haben ja auch noch nicht nur andere Länder im Blick zu haben und andere Herausforderungen, die da vorhanden sind, sondern auch beispielsweise den Klimawandel, die Klimakatastrophe. Vielleicht die große friedensethische Herausforderung der nächsten Jahrzehnte. Und ich habe so den Eindruck, wenn man das Ganze nur noch auf der Ebene Krieg und Frieden verhandelt, dann könnte diese Problematik außer Sicht geraten. Und das wäre fatal, nicht nur für uns, für Europa, es wäre fatal für die ganze Welt. Würden Sie dem zustimmen? Es sind eben nicht additive Themen, sondern es sind Themen, die miteinander zusammenhängen. Die explodierenden Weizenpreise sind ein unmittelbarer Follow-up des Krieges. Ukraine und Russland sind die Hauptweizenlieferanten der Welt. Und davon sind ganze Länder abhängig. Und wir können uns das mit viel, viel möglicherweise auch noch bevorstehenden sozialen Verwerfungen noch irgendwie leisten, das abfedern. Aber wir können die Regionen identifizieren, die das nicht abfedern können. Da ist die Responsibility to prevent als ein völkerrechtlicher Imperativ vor einer Bewährungsprobe. Da würde die Friedensethik und die Responsibility to Protect ist ja bereits in der Friedensdenkschrift von 2007 erwähnt worden, wäre hier zu konkretisieren. Und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Eben nicht abspalten, sondern noch komplexer denken, auch wenn es die Sachen noch mühsamer macht, als es ohnehin schon ist. Herr Wittmann kommt gleich dran und Frau Müller-Langsdorf auch, ich habe es gesehen. Zwei zentrale Prinzipien der Denkschrift von 2007 waren erstens, das Zivile soll Primat haben vor dem Militärischen und zweitens, die Prävention soll Primat haben vor der Intervention. Insofern haben Sie das sehr gut wiederholt und die Wichtigkeit dieser Prinzipien eigentlich nur unterstrichen. Jetzt Herr Wittmann nochmal und dann Frau Müller-Langsdorf. Nee, Entschuldigung, darf ich mit einmal widersprechen? Ich habe es gerade nicht die Prinzipien interessieren mich, sondern mich interessiert die Realität. Und auf diese Realität erweisen sich erfreulicherweise zwei Prinzipien als tragfähig. Ja, wir müssen Wir müssen die Prinzipien auf die Realität anwenden. So, Herr Wittmann. Ja, Herr Pausch, Sie haben eigentlich gerade schon in der kurzen Zusammenfassung gesagt, was ich auch sagen wollte. Die Stärke der Friedensdenkschrift ist in meiner Rückschau der ganzheitliche Ansatz, dass wir die verschiedenen Elemente zivil und Prävention und militärisch und Entwicklungshilfe und menschliche Sicherheit und so alles zusammengebracht haben. Und Herrn Henze bin ich sehr dankbar, dass er die Responsibility to Protect erwähnt, denn die wird oft missverstanden und in diesem Sinne erwähnt. Die wird oft missverstanden, als wäre sie bloß ein anderer Begriff für humanitäre militärische Interventionen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das Konzept besteht aus Responsibility to Protect, to Prevent, Responsibility to React, was nicht unbedingt nur militärisch sein muss, und Responsibility to Rebuild. Und das ist beispielsweise in Libyen ganz besonders vernachlässigt worden, was noch mehr ein Grund für die Zustände dort ist als die Intervention per se. Und das gehört auch zusammen und da kann ich Sie nur lebhaft unterstützen und das bekräftigen. Prävention ist äußerst kompliziert. Wir haben auch über die R2P mal ein Seminar gemacht und einer hat einen Vortrag über Prävention gehalten, einen sehr intelligenten Vortrag, der gezeigt hat, wie schwer das ist, wie leicht das gesagt ist und wie schwer das tatsächlich ins Werk gesetzt ist. Aber es ist elementar wichtig. Sabine Müller-Langsdorf.
Ich wollte was sagen, das ist aber jetzt thematisch schon vorbei, aber ich knüpfe doch noch mal jetzt an Herrn Wittmann an und die Friedensdenkschrift, weil mich das interessieren würde. Ich finde einen tollen Satz in der Friedensdenkschrift: Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Und das würde ich doch gerne noch mal auch von den Experten beziehen auf die Ukraine. Dann gebe ich mal an den Experten Herrn Daase weiter. Wie können wir den Frieden vorbereiten in diesem Fall? Ja, das habe ich ja gesagt. Wir müssen neu nachdenken. Wir müssen intelligent nachdenken. Wir müssen kreativ sein. Ich will da anknüpfen, was Herr Hinze ganz am Anfang gesagt hat. Trümmer der Gewissheit. Dass viele Gewissheiten ja, in Trümmern liegen. Und ich möchte das ein bisschen wenden oder ein bisschen in Frage ziehen, so wie der Diskurs gerade läuft in den Zeitungen, bin ich sehr skeptisch. Denn da wird gesagt, die Diplomatie hat versagt, die Friedens- und Sicherheitspolitik der letzten 30 Jahre müsste in die Tonne getreten werden. Und wenn man das zu Ende spinnt, dann ist sagen, die Entspannungspolitik, die Ostpolitik der falsche Weg gewesen. Und wenn man diese konservativen Kritiker ernst nimmt, dann hätte man eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland zerschlagen müssen und in einen Agrarstaat verwandeln müssen, so wie es ja im Morgenthau-Plan vorgesehen war. Aber wir haben das Glück, eben in die internationale Gemeinschaft resozialisiert worden zu sein. Und das ist die eigentliche historische Erkenntnis. Nicht? Vorhin wurde, glaube ich, der Wiener Kongress mal genannt. Nicht? Was ist da die Message, Frankreich nicht außen vor zu lassen, sondern einzubeziehen in eine Ordnung? Was ist die Lehre aus den Versailler Verträgen? Naja, Deutschland nicht so zu knechten, dass Revisionismus in Revanchismus und in Nationalsozialismus sich entwickeln kann. Und so weiter. Diese ganzen Lehren sind ja da. Warum sollen sie nicht auch auf Russland anwendbar sein? Natürlich ist Russland ein anderes Land. Natürlich muss man anders damit umgehen. Aber langfristig muss auch Russland in eine gemeinsame, in eine kooperative Sicherheitsordnung eingebunden werden. Und wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie das geht. Und das heißt, nicht alles war falsch. Nicht alles an Friedens- und Sicherheitspolitik der letzten 30 Jahre ist verfehlt. Da müssen wir uns einfach stark machen und genau hingucken, wo sind Fehler gemacht worden? Keine Frage, da sind Fehler gemacht worden. Die kann man ziemlich genau identifizieren. Aber ich bin nicht bereit, sozusagen die gesamte Friedens- und Sicherheitspolitik der letzten 30 oder 50 Jahre eben ad acta zu legen. Denn sonst kann man, glaube ich, sehr deutlich sagen, ohne diese Politik wäre Deutschland nicht vereinigt, wären viele osteuropäische Staaten heute nicht Demokratien. Also ich will einfach diese Argumentation, die gerade ganz stark in der Öffentlichkeit produziert wird, der müssen wir, glaube ich, sehr entschlossen entgegentreten. Da bin ich völlig Ihrer Meinung, Herr Daase, dass ich da nicht missverstanden werde. Nur das waren mit den Trümmern der Gewissheiten, meine ich, dass sozusagen das Geronnen zu Gewissheiten, dass man im Grunde sozusagen sich auch nicht mehr hat erschüttern lassen durch Warnsignale, durch Fragen, die Jahre vorher schon gestellt worden sind, dass sowohl die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Sicht der Siegermächte eine mutige, ergebnisoffene Sache war, wie die Ostpolitik von Willy Brandt. Das war ja gerade nicht eine auf Gewissheiten bauende, sondern auf Mut bauende. Und ich glaube, dass wir dieses Schauen, was war tragfähig, was war richtig und was müssen wir in einen ganz neuen Rahmen neu denken, das ist das, was vor uns liegt. Ich nehme nur auch wahr, dass gerade diejenigen, die sich tatsächlich versucht haben, an den Normandie-Prozess, nach dem Minsker Prozess, in der Ukraine, an die Versuche, noch Sicherheits-, auch Interessen Russlands zu identifizieren und wahrzunehmen, dass gerade die im Moment sich in einer Weise auch belogen und betrogen fühlen und tatsächlich auch um ihre Gewissheiten gebracht sehen. Und ich glaube, das muss man einfach ernst nehmen. Ich meine es nicht diskreditiert, ich meine es nicht sozusagen mit dem Ton, der von manchen kommt, jetzt, hey, wir haben schon immer gewusst. Das ist genau der Ton. Da klammern sich welche an noch ältere Gewissheiten, die sicherlich noch falscher sind. Ich will
einerseits bekräftigen, was Sie, Herr Daase, gesagt haben. Im Grunde sind das ja Prinzipien, die alle schon 1795 von Immanuel Kant in seiner Schrift zum ewigen Frieden dargelegt wurden. Die Notwendigkeit der kooperativen Ordnungen, er hat den Begriff des Völkerbundes dann vorweggenommen, und aber auch, wenn ein Krieg beendet wird, dann darf nicht der Krieg, der Grundstein für einen künftigen Krieg gelegt werden, indem man einen Staat total diskreditiert oder an den Rand wirtschaftet, wie das in vielen Beispielen passiert ist und eben nach dem Wiener Kongress nicht passiert ist, wie Sie zu Recht sagen. Vielleicht ist da auch der Westfälische Frieden ein eher positives Beispiel, 1648. Aber gut, der zweite Gesichtspunkt, den ich jetzt nochmal ins Spiel bringen möchte, ist ein neuer, der aber von Ihnen, Herr Henz, in einem anderen Zusammenhang schon mal erwähnt wurde. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass Sie diesen Gedanken ins Spiel gebracht haben, indem Sie sagen, es kommt auf das Wort an, es kommt auf den Ton an. Sie haben die Ratsvorsitzende Frau Kurschus gelobt und Sie haben den Gedanken der öffentlichen Seelsorge ins Spiel gebracht. Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen? Ich glaube, das brauchen Menschen jetzt in den Gemeinden, in der Öffentlichkeit, öffentliche Seelsorge, weil manches in Trümmern liegt, zum Glück nicht alles, das haben wir gehört, und zwar von allen hier auch auf dem Podium Vertretenen, aber vieles liegt in Trümmern. Was könnte öffentliche Seelsorge Ihres Erachtens in diesem Zusammenhang bedeuten? Ich habe es ja schon angedeutet mit den Schutzräumen, in denen wir das erstmal zum Ausdruck bringen, was wir im Grunde nur gestammelt kriegen. Und wir können es unterschiedlich gut und wir haben sozusagen ein bestimmtes Handwerkszeug gelernt, um uns teilweise auch mit diesem Handwerkszeug nach außen ein Stück weit zu stärken. Aber im Moment sind wir alle, wenn wir ehrlich sind, am Stammeln. Und diesen Moment, den ich da in dem Zug beschrieben habe, das ist etwas, ich weiß nicht, ob Herr Daase so einen Moment auch erlebt, aber ich glaube, ich kenne jedenfalls ganz viele Politikerinnen und Politiker, die kurz vorm Burnout sind, um es mal ganz hart zu sagen. Wir haben auch die Pandemie hinter uns. Wir sind eine erschöpfte, wir sind eine verwundete Gesellschaft. Wir haben vieles noch vor uns. Diese Krise wird uns auch sozial noch mal treffen. Und auch Polarisierungen, die wir im Moment in der Gesellschaft erleben, werden sich verfestigen, wenn wir nicht Räume schaffen, in denen wir ja in unserer Seele wieder ein Stück weit wahrgenommen werden. Das ist ein Vorgang, der findet, glaube ich, im ganz Privaten statt. Das wissen Pfarrerinnen und Pfarrer gut, wie kostbar da diese Seelsorgemomente sind, wo jeder seufzen, klagen, verzweifelt sein, hadern kann. Aber das ist auch der Zustand unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass es etwas braucht, dass das aufnimmt, in Sprache bringt, nicht sofort in den Nominalstil von Erklärungen, Pressemeldungen und Resolutionen bringt. Und ich fand, das hat die Ratsvorsitzende auf der Berliner Kundgebung exzellent geschafft, dieses ganz Persönliche zu verbinden mit trotzdem einer klaren Haltung. Das entsteht nicht von selbst. Das muss geübt werden, das muss erlernt werden. Und das ist ein kommunikativer Vorgang. Und wo immer wir das in unserem Stadtteil, in unserem Dorf, in unserem sozialen Umfeld als Möglichkeit bieten, tun wir etwas für die Seelen der Einzelnen. Aber ich glaube, wir tun auch etwas für die Seelen einer verwundeten und sich zunehmend polarisierenden. Das tun wir auch, damit das Ventil, was sich dann in Ressentiments, in Aggressivität, in sozialen Netzwerken woanders dann Raum sucht, dass dieses Ventil möglichst klein gehalten werden wird. Wer den Raum bei uns nicht findet, findet ihn auf Querdenker-Demonstrationen, die sehr schnell von Corona zu Russland und Putin-Seligkeit mit ihren Verschwörungsideologien wandern würden. Und wenn die den Ruf machen, kommt ja zu uns, die alle mühselig und beladen seid, dann haben wir sie verloren. Dann haben wir versagt. Und ich glaube, wir müssen den Raum schaffen, dass die Menschen, die mühselig und beladen sind, sich aufgenommen fühlen. Dann graben wir den Querdenkern das Wasser ab. Das sind Stichworte natürlich auch für die Pfarrerin in unserer Runde. Ja, ich war sehr dankbar für Ihren Beitrag da in Zeitzeichen, Herr Henze, zu den Worten und auch der Kraft der Worte und der Verantwortung der richtigen Worte. Ich möchte eine Beobachtung mit Ihnen teilen, die in meiner Arbeit im Moment eine große Rolle spielt. Und die hat auch mit Seelsorge zu tun. Sie hat aber auch mit einer Berichterstattung zu tun, die uns zurückwirft auf konservative und archaische Bilder. Wenn ich die Bilder vom
der Ukraine sehe, dann sieht man Frauen und Kinder, die flüchten, und Männer, die tapfer in den Krieg ziehen und auch nicht gefragt werden, ob sie das wollen. Also das vermittelt ein Bild des tapferen, starken, männlichen Kämpfers und der Frau, die weinend sich um die Kinder kümmert. Ich erzähle das, weil ich in meiner Arbeit im Moment ungefähr 3 Anfragen täglich habe, ausschließlich von Männern, ganz jungen Männern, die nicht bei der Bundeswehr waren, aber auch von Reservisten und Reservistinnen. Ich persönlich hatte jetzt keine von Soldaten oder Soldatinnen, also eher die mal waren oder die überhaupt noch nicht waren, mit der Frage, wie kann ich den Kriegsdienst verweigern? Eine Frage, die völlig weg war. Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Kriegsdienstverweigerung und Frieden hat diese Beratung über Jahre und Jahrzehnte vorgehalten und sehr kompetent gemacht. Darum sind noch einige AnsprechpartnerInnen wie ich dafür zur Verfügung stehend. Und ich finde das interessant, dass es die Frage jetzt wieder gibt. Sie belegt bei vielen Jüngeren eine, ich würde mal sagen, diffuse Angst, dass es hier so sein könnte, wie die Bilder es vermitteln aus der Ukraine. Bei den Älteren stellt sich die Frage nochmal, habe ich das, was ich früher, wozu ich Ja gesagt habe, könnte ich das unter den Bedingungen weiter tun, wieder tun? Auch hier die Angst vor Krieg. Das ist manchmal eher eine diffuse Angst, aber sie ist verknüpft mit Bildern, die gemacht werden und die ich für wirklich äußerst bedenklich halte in unseren Medien. Also da tun wir uns alle nichts Gutes damit. Das ist nicht gesund, das ist vergiftend nahezu. Und das stärkt auch so einen Mythos der erlösenden Gewalt. Also als könnten die tapferen Männer etwas aufhalten. Ich glaube es nicht. Am Ende sterben sie leider oft, fast alle im Krieg. Herr Henze, Sie leiden unter Ihrer Covid-19-Erkrankung und ich kann nur noch mal sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie trotzdem hier sich haben zuschalten können und wertvolle Beiträge heute geleistet haben, den Impulsvortrag und dann auch wieder die Diskussionsbeiträge. Nun würde ich gern Herrn Wittmann noch mal das Wort geben und dann kommen wir zum Schluss. Oh, dann kommen wir schon zum Schluss. Ja, dann will ich zu der letzten Äußerung nur sagen, die ukrainischen Männer, die im Überlebenskampf ihrer Nation jetzt schon 4 Wochen lang die russische Übermacht aufgehalten haben, die haben sich das auch nicht ausgesucht, da tapfer sein zu müssen. Aber ich wollte zur Ostpolitik was sagen. Ich habe letzte Woche mit Peter Brandt und anderen eine Podiumsdiskussion bestritten, die am Sonntag in Deutschland beim RBB gesendet worden ist. Und da waren wir uns eigentlich einig. Keiner meckert, hat heute über die Ostpolitik von damals zu meckern. Die hat ihre ganz großen Verdienste gehabt und war als der Architekt der Ostverträge und die Politik der kleinen Schritte und Wandel durch Annäherung und so weiter. Wir waren uns aber auch ziemlich einig, diese Art von Ostpolitik kann man heute nicht einfach so reproduzieren, weil die Verhältnisse völlig anders sind. Und da haben sich viele und gerade in der Sozialdemokratischen Partei wahrscheinlich etwas zu lange dran festgehalten. Damals war die Sowjetunion eine Status Quo-Macht und wir waren für Revisionismus, wenn auch nicht gewalttätig. Heute sind wir mit dem Status Quo der Europäischen Sicherheitsordnung, Helsinki, Paris und so weiter verhaftet und haben mit einem revisionistischen Gegenüber zu tun, der keine Mittel scheut. Und wenn das jetzt schon das Schlusswort ist, dann möchte ich zu dem, was Herr Professor Daase sagte, noch etwas sagen. Natürlich, auf lange Sicht geht Sicherheit nur,
mit und nicht gegen Russland. Ich habe aber auch ausgerechnet AT Deutschland mal nach einer Rede von Lavrov im Adlon Hotel in die Kamera gesagt. Ich bin auch einer von denen, die sagt, Sicherheit geht auf lange Sicht nur mit und nicht gegen Russland. Aber die Politik ihres Präsidenten hat es zustande gebracht, dass Sicherheit vor Russland zunächst einmal wieder für viele im Vordergrund steht. Und das ist nicht im russischen Interesse. Ich habe eine These in verschiedenen Buchbeiträgen, Artikeln immer ausdekliniert und die ist ganz simpel. So wie die marode Sowjetunion braucht auch Putins Russland neues Denken in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir, der Westen und die NATO, sollten das freilich erleichtern durch selbstkritische Anerkennung unseres Anteils an der Verantwortung für die Verschlechterung des Verhältnisses in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren. Und ich habe auch, und das habe ich dann durchdekliniert und ein paar Ideen für kooperative Sicherheit gehabt und habe immer wieder gesagt, ein Hauptversäumnis war, dass wir nach 1990 nicht das systematische, mit langem Atem angesetzte Gespräch über Russlands Platz in der europäischen Sicherheitsordnung geführt haben. Und ich habe mit meinen Studenten mal eine ganze Stunde lang die Putin-Rede 2001 vor dem Deutschen Bundestag analysiert. Haben wir damals was verpasst mit seinen Schamaientönen? Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile überzeugt, seit dieser Mann in Dresden den Sturz der DDR miterlebt hat und voller Enttäuschung war, dass die sowjetische Führung damals in Dresden, Leipzig, Berlin und anderswo nicht die Panzer hat rollen lassen. Seitdem ist er auf dem revisionistischen Rachefeldzug und da haben wir uns lange in ihm getäuscht und dafür haben wir jetzt die Quittung. Das muss man ganz ehrlich so sehen, glaube ich. Aber man muss vielleicht auch noch einen Hoffnungsgedanken hegen. Der lettische Staatspräsident, der ja perfekt Deutsch spricht, weil er in Deutschland studiert und als Richter gewirkt hat, der hat wenige Stunden nach dem Beginn der Invasion im Deutschlandfunk gesagt, das ist der Anfang vom Ende der Ära Putin. Und ich glaube eigentlich daran. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr, noch über die Flugverbotszone zu reden. Da finde ich die nachdenklichen Worte, die Sie gesagt haben, Herr Henze, sehr respektabel. Aber ich bin auch der Meinung, eine Flugverbotszone durchzusetzen, das heißt, auf russischem Gebiet Flugabwehrsachen zu zerstören. Das heißt, russische Flugzeuge über dem ukrainischen Gebiet aus der Luft zu holen. Also das kommt nicht in Frage. Aber man sollte nicht so viel über das reden, was ausgeschlossen ist. Das ist dann, kommt wieder der deutschen Ausschließeritis sehr nahe. Und man soll lieber sagen, was man tun kann. Und ich will jetzt noch bekennen, obwohl ich kein Wirtschaftswissenschaftler bin, in meinen Kinderträumen hätte ich mir vorgestellt, nach der Rede von Zelensky vor dem Bundestag, wäre der Bundeskanzler aufgestanden, hätte die Maske vom Gesicht gerissen, also die er tatsächlich trug, und hätte gesagt, Herr Präsident, Sie haben mich so beeindruckt, ich erkläre hiermit und ich werde versuchen, das deutsche Volk davon zu überzeugen und nicht nur von den Schwierigkeiten zu reden, ein volles Embargo, Öl, Gas, Kohle, so lange geschossen wird. Dafür werde ich mich einsetzen. Und das ist auch meine Überzeugung. Und vielleicht werden wir ihn irgendwann los. Und dann würde ich meinen, dann sammeln wir die Trümmer der Institutionen wieder auf. Dann kann man nämlich sehr wohl kooperative Sicherheit mit einer anderen Führung möglicherweise dort drüben unter dem Dach der OSZE machen, der Europarat und die Prinzipien der Charta von Paris und so. Das ist ja nicht alles dadurch obsolet geworden, dass einer das mit Füßen getreten hat. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Wittmann. Ich danke allen Podiumsteilnehmenden ganz herzlich für ihre Beiträge und möchte jetzt zum Abschluss das Wort übergeben an Herrn Dr. Thomas Posern, der ein kurzes Schlussresümee ziehen wird und für die Anwesenden hier im Saal auch eine Überleitung zu einem möglichen inoffiziellen Nachbereitungsteil dann eröffnen wird. Lieber Herr Dr. Posern, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank.
ein Schlussresümee oder ein Schlusswort nach dieser komplexen und detailreichen Diskussion ist nahezu unmöglich. Ich möchte ein paar Dinge nennen, die mir aufgefallen sind, die ich verstärken möchte, und auch einige wenige, die mir gefehlt haben. Ganz am Anfang war die Rede von der Sprachlosigkeit. Und ich glaube, Sprachlosigkeit und ein Herumirren in sehr schwierigen Situationen, das ist in der Tat das, was uns jetzt alle betrifft. Und vorhin wurden die Friedensgebete genannt oder so etwas wie öffentliche Seelsorge. Das sind sicherlich Dinge, die wir brauchen in dieser Situation der Sprachlosigkeit oder der falschen Eindeutigkeiten. Schon in den Tagen vorher und auch heute Abend ist mir wieder eingefallen, alle Mächte, die den Ersten Weltkrieg begonnen haben, haben sich subjektiv in einer absoluten Verteidigungsposition befunden. Machen wir uns das klar, frage ich. Ich möchte mit einer Sache anfangen, die mir ein Stück weit doch gefehlt hat. Und das ist so etwas wie ein Perspektivwechsel, sich in den Gegner hineinzudenken. Dieser Gegner ist einer, von dem viele sagen, er scheint verrückt zu sein, er ist außer Rand und Band. Er hat das Recht mit Füßen getreten, das ist auch alles so. Das entbindet uns aber meines Erachtens nicht davon, zu fragen, wie kam es denn dazu und welche Wahrnehmung muss dieser russische Präsident und seine Kamarilla haben, dass sie in diesen Krieg gezogen sind. Auch der Westen hat, jeder, der lesen kann, weiß das, eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Nun ist es völlig uninteressant, westliche Fehler nachzukarten. Interessant aber, meine ich, ist im Interesse einer künftigen Friedens- und Sicherheitsarchitektur nachzuprüfen, Fehler kann man nicht wieder gut machen, aber wo können wir anknüpfen, wo kann der Westen in dem Szenario von Professor Daase langfristig, vielleicht sogar mittelfristig, Dinge verändern und diesem Russland, das es auch nach dem Krieg noch geben wird, etwas anbieten, auf dem sich eine Sicherheitsarchitektur aufbauen lässt. Also das ist hier sicherlich dann auch mal eine Frage, auch für das hier anwesende Publikum, die wir diskutieren können. Jedenfalls können wir für uns als Westen, als NATO, auch als Deutschland im Zweifelsfall, keine Unschuldsvermutung in Anspruch nehmen. Zu der Frage möglicher Eskalationen und auch der Frage Flugverbotszone. Ich will und kann darauf nicht militärisch antworten. Mir fiel etwas anderes ein. Es geht bei dieser Frage, glaube ich, und vergleichbaren Fragen nicht rein formalistisch um NATO oder nicht NATO, sondern es geht um Eskalation oder Nicht-Eskalation. Das ist die Frage, die wir an einer solchen Stelle stellen müssen. Ich habe noch eine grundsätzliche Frage an uns dann natürlich auch. Ich habe nur sehr Desillusionierendes im ersten Beitrag von Herrn Daase über die kurzfristige Situation gehört und die kurzfristige Entwicklung. Gegen Ende haben alle etwas gesagt, was ich für sehr wichtig halte, nämlich, dass wir eigentlich von einem aufzubauenden Frieden her denken müssen und dass wir jetzt schon damit anfangen müssen. Und da ist aber noch eine ganz große Leerstelle mit 2e bei mir, wie wir denn jetzt damit anfangen, etwas für diesen mittel- bis langfristig hoffentlich zu erreichenden Frieden, was wir da jetzt tun können. Und sicherlich ist es so, wir können als Deutsche oder überhaupt als Außenstehende nicht den Ukrainern sagen, was sie tun oder lassen sollen. Dennoch möchte ich zu bedenken geben, dass beide Kriegsparteien, wenn es zu Kompromissen und Verträgen kommen soll,
etwas auch aufgeben müssen, was Ihnen wichtig ist. Sonst wird es nicht zu irgendeiner Art von Verhandlungs- und Vertragsfrieden kommen. Und da frage ich, darüber weiß ich überhaupt nichts, inwieweit da die westlichen Mächte auch mit der ukrainischen Regierung in Gespräch sind. Denn, so meine persönliche Meinung, es kann ja nicht sein, dass wir uns dem Kriegs- oder Verteidigungskalkül der Ukraine gänzlich sozusagen ausliefern. Wir müssen als Westen dazu auch, glaube ich, etwas sagen. Und zum Schluss, ich bin allen Beteiligten sehr dankbar, dass sie gesagt haben, wir dürfen nicht die Komplexität nur auf Waffen und Mehrwaffen und diese Fragen reduzieren, sondern wir müssen bei dem Thema der Denkschrift von 2007 bleiben, nämlich, dass es um gerechten Frieden geht. Es geht und eben nicht additiv, sondern in dieser Verknüpfung und Vernetzung und Komplexität, dass Gerechtigkeit und Frieden unmittelbar zusammenhängen, dass die Klimakatastrophe oder der Schwund der Artenvielfalt, all diese Dinge, denen wir uns im Anthropozän jetzt gegenübersehen, nur gemeinsam als Weltgemeinschaft stellen können. Und wir müssen alles tun, um möglichst wenig Ressourcen an anderen Ecken zu verschwenden und möglichst viel tun, um gemeinsam etwa mit dafür zu sorgen, dass die Böden der sibirischen Tundra nicht länger auftauen. Und noch der eine Punkt, auch dafür bin ich Ihnen allen dankbar und dann bin ich fertig. Wirklich in dieser Diskussion jetzt, die noch keine ist, sondern erst eine wird, darauf achten, dass die gewaltfreien Konfliktbearbeitungsmethoden, dass Mediation, dass Diplomatie, dass Entwicklungspolitik wirklich auch gestärkt wird. Das ist unglaublich wichtig und das muss jetzt eingebracht werden in einer Situation, in der über dieses 100-Milliarden-Rüstungsprojekt nicht geredet wurde. Nicht im Parlament, nicht in den Parteien, nicht mit der Gesellschaft. Hier brauchen wir jetzt eine Diskussion und ich glaube, die fängt heute Abend hier an. Jedenfalls was uns betrifft, sie hat auch sicherlich ganz anderswo auch schon angefangen. Und ich glaube, ich soll und darf jetzt auch noch das Publikum verabschieden, das per Zoom diese Veranstaltung verfolgt hat. Ihnen allen danken. Und hier in der Runde können wir jetzt noch bis 21 Uhr, oder du wirst mir dann sagen, wie lange, noch etwas diskutieren. Vielen Dank zunächst mal.